Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement. Die Videoreihe zum Thema 3D-Druck wurde möglich gemacht durch die Unterstützung von 3D-Jake. Entdecke 3D-Drucker, Zubehör und vieles mehr und stöbere im Riesensortiment von 3D-Jake. Tauche ein in die Welt des 3D-Drucks. Wenn auch du dich für 3D-Druck interessierst, dann klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Ja, und in dieser Videoreihe wollen wir euch mal über unsere Erfahrungen beim Einstieg im 3D-Druck informieren. Wenn ich in die Welt des 3D-Drucks einsteigen will, gibt es natürlich ein paar Fragen, die ich mir am Anfang stellen muss. Genau, und wie bei jedem Hobby, was will ich eigentlich machen? Das ist genauso auch bei der Airbrush so, das ist bei einem Heißdrahtschneider so. Was habe ich eigentlich vor und was kann ich damit alles anstellen? Gerade im 3D-Druckbereich haben wir natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal den Resindruck, den die meisten von euch kennen, aber auch den Filament- oder Spulendruck. Genau. Während wir beim Resindruck eine Belichtungseinheit haben, die unten sitzt und das Druckobjekt quasi von unten nach oben drucken, haben wir beim Spulendruck das, was wir auch aus dem Bau kennen, aus dem Häuserbau zum Beispiel, dass wir einen Druckkopf haben, der oben sitzt und von oben das Modell aufbaut. Das ermöglicht uns zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen an die Art und Weise, wie das Modell gefertigt wird. Ja, während man anfangs der Druckzeiten natürlich sehr viel Filamentdrucker gesehen hat, sieht man jetzt natürlich mehr und mehr solche kleinen 3D-Drucker in den Haushalten. Ganz genau. Der Resindrucker ist das, was sich in unserem Hobby zumindest etabliert hat. Ja. Jeder hat einen, jeder kennt einen, der einen hat. Mhm. Zumindest das ist, glaube ich, der Fall. Ja. Und das ist, denke ich mal, momentan der Standard, den so jeder zu Hause hat. Das denke ich auch. In dieser Videoserie werden wir uns also ausschließlich um den Resindruck kümmern. Denn mit diesen Geräten haben wir in den letzten Monaten viel Erfahrung sammeln können und das wollen wir euch natürlich weitergeben. Es gab einen Zeitpunkt, an dem habe ich in meinem Hobby festgestellt, dass es viele Dinge gibt, die ich handwerklich hergestellt habe, gerade 6 mm Gelände, mit dem ich nicht so wahnsinnig zufrieden war. Und ich habe dann festgestellt, dass es Anbieter von diesen STL-Dateien irgendwie gab. Das war zu der Zeit für mich, ich wusste, dass es 3D-Druck gab, aber ich habe irgendwie damit so nicht wirklich viele Berührungspunkte gehabt. Und dann hatte ich jemanden aus unserer Community gefunden, der gesagt hat, Mensch, ich druck dir einfach mal ein paar Zäune. Und dieses Druckergebnis, was ich dann bekommen habe, hat mich tatsächlich sehr überzeugt und sehr angesprochen. Ich habe gesagt, Mensch, das war ja jetzt einfach. Einen Tag gedauert, sehen klasse aus, spitzenmäßig. Und dann gab es irgendwann einen Kickstarter zum Thema 6 mm Figuren. Und zu der Zeit hatte ich gesagt, Mensch, es wird immer schwieriger in England zu bestellen. Nicht nur durch den Brexit, sondern vorher war es bei Bacchus, da wo ich praktisch immer bestelle, oder bestellt habe, relativ schwierig an Figuren zu kommen, weil die Lieferzeiten teilweise ein Vierteljahr oder länger waren. Und diese beiden Sachen zusammen haben mich dafür überzeugt zu sagen, alles klar, investier doch mal in so einen Drucker, am Ende schmeißt du 200 Euro aus dem Fenster, wenn es nichts war. Und, ja, was soll ich sagen, bis heute habe ich den Kauf nie bereut. Ja, mein Einstieg ist noch gar nicht so lange her. Für mich war es ja tatsächlich, diese Maschine kommt niemals in unser Haushalt. Tatsächlich musste ich mich eines Besseren belehren lassen, denn ich baue inzwischen ja auch einige Dioramen und brauche immer mal jede Menge Kleinteile in Resin. Und diese ganzen Resin-Sets, die man so am Markt bekommt, da sind viele Dinge drin, die man tatsächlich gar nicht benötigt. Oder man braucht Dinge, die man vielleicht öfters benötigt. Von daher war für mich ganz klar dann so, vielleicht muss ich mir das doch mal anschauen, weil mit einem Resindrucker kann ich mir natürlich ein Teil drucken, so wie ich es brauche. Was weiß ich, wenn ich für ein Diorama zum Beispiel einen Spaten oder eine Spitzhacke brauche, dann kann ich mir dieses Arbeitswerkzeug einfach drucken und muss nicht ein komplettes Set kaufen. Deswegen war für mich tatsächlich das die Entscheidung zu sagen, okay, ich brauche das, um Kleinteile für Dioramen und Geländestücke zu drucken. Nicht unbedingt, um mir vielleicht Miniaturen zu drucken oder komplette Armeen zu drucken. Das war gar nicht die Intention dahinter. Eher sozusagen, ich brauche tatsächlich Kleinteile. Ich habe mich für den Maß entschieden, weil der Thomas selbst natürlich auch ein Maß zu Hause stehen hat. Und natürlich auch im Umfeld waren einige Leute, die mit dem Maß von den Lego-Einkauf einfach gedruckt haben. Und von daher war das für mich relativ schnell klar, dass ich sage, okay, dann nehme ich den auch. Ich habe im Vorfeld noch mal ein bisschen rumgefragt, wie zufrieden seid ihr mit den Geräten? Es kamen nur positive Antworten. Es kam immer die Antwort, ja, aus Plug and Play reinstecken, funktioniert. Und das war dann für mich so, alles klar. Ich will da nicht großartig mit zu tun haben, sondern ich muss einfach reinstecken und es muss funktionieren. Die allererste Frage, die man sich natürlich stellen muss, kann ich dieses Gerät bei mir zu Hause überhaupt aufstellen?
Genau. Resindruck ist nicht ungefährlich. Richtig. Das Resin ist ziemlich giftig, mit dem wir arbeiten. Das darf man nicht kleinreden. Nein. Und deswegen ist ganz stark davon abzuraten, das Ding bei sich zu Hause einfach ins Wohnzimmer zu stellen und mal eben zu drucken, während das Kleinkind auf dem Boden rumkrabbelt und die Katzen oben drüber laufen. Wenn ihr also da ankommt und diese Frage schon mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr schon raus beim Resindruck. Das heißt, ihr braucht einen ganz geschützten, sicheren und gut gelüfteten Platz, ja, an dem dieses Ding auch temperaturstabil stehen kann. Genau. Wenn ich nun also einen Werkraum habe, in dem das Ding sicher stehen kann, dann gibt es die nächste Entscheidung, die ich treffen muss. Was genau will ich damit machen? Genau. Und zwar geht es darum, möchte ich eigentlich Miniaturen drucken? Möchte ich Gelände drucken? Möchte ich vielleicht nur Resin-Parts oder Sets drucken? Möchte ich mir Zubehörteile drucken? Und da ist es dann schon wichtig, okay, was für eine Druckgröße brauche ich eigentlich tatsächlich? Weil es gibt natürlich verschiedene Drucker auf dem Markt mit den verschiedenen großen Druckplatten. Mhm. Und da muss ich natürlich, da stoße ich schnell an meine Grenzen. Möchte ich 6 mm Miniaturen drucken? Kein Problem. Möchte ich 28 mm drucken? Ist es auch kein Problem. Möchte ich Gelände drucken? Da kommt man dann schon fast an seine Grenzen. Mein Einstieg war mit dem Maas 2 Pro. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass diese Druckplatte tatsächlich zu klein für mich ist. Weil ja, eigentlich war die Intention zu sagen, ich fange an mit dem 3D-Druck, um Kleinteile zu drucken. Aber komischerweise hatte ich noch vor einigen Jahren mir mal STL-Dateien schon mal gekauft, die ich an jemand anders abgegeben habe. Und da waren tatsächlich 28 mm Gebäude drin. Und dann wollte ich das mal ausprobieren, ob man nicht auch mal so ein komplettes Gebäude drucken kann. Aber tatsächlich bin ich dann mit dem Maas 2 Pro tatsächlich ganz schnell an seine Grenzen gekommen, weil die Druckplatte natürlich viel zu klein ist für ein 28 mm Gebäude. Also war dann für mich relativ schnell, ich glaube sogar 4 Wochen später, stand dann der Saturn zu Hause. Ihr seht also, die Wahl ist gar nicht so sehr darum, welchen Hersteller nehme ich jetzt ganz konkret, weil die Drucker sind mittlerweile, zumindest diejenigen, die es nicht bei Aldi an der Kasse gibt, auf einem relativ vergleichbaren Niveau. Letztlich gibt es 2 große Hersteller. Es gibt einmal Elego und es gibt Anycubic. Da die Unterschiede zwischen den Geräten natürlich in der Hardware liegen und gar nicht so sehr in dem Umgang mit dem Resin oder dem Vorbereiten in der STL-Datei, wollen wir uns also hier um Elego-Sachen kümmern. Genau, weil das die Geräte sind, mit denen wir uns auch befasst haben. Die Frage haben wir jetzt geklärt, was ich eigentlich damit machen möchte. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was brauche ich noch an Zubehör? Genau, wir kaufen also einen Drucker in der Größe, die wir wählen. Ja. Die meisten werden ungefähr diese Größe haben, das ist der Maas 2 Pro oder Maas 3, der auch eine ähnlich große Druckplatte hat. Das ist so das Standardgerät, was jeder so zu Hause haben sollte. Der bereits 3D-Druck macht und der noch keinen 3D-Druck hat, sollte sich das gut angucken. Ja. Ich kaufe mir diesen Drucker also für rund 300 Euro aktuell. Ja. Damit ist es natürlich nicht getan. Noch lange nicht. Das Gute ist, wenn ich mir jetzt diesen Drucker gekauft habe, der kommt nicht alleine in der Box. Der hat noch Freunde dabei. Ja. Und das sind Sachen, die ich natürlich täglich brauche, wenn ich damit arbeite. Da ist erstmal ein erster Satz Handschuhe dabei, eine kleine Maske, die ihr am besten gleich wegschmeißt. Ja. Aber ein Spachtel, beziehungsweise zwei Spachtel, einer aus Kunststoff, einer aus Metall ist dabei. Richtig. Und das ist schon mal eine gute Sache. Und ein paar Resinfilter. Ja, Resinfilter sind mit dabei. Ein USB-Stick ist tatsächlich noch mit dabei. Richtig. Und wir haben eine erste 3D-Druckdatei. Genau. Die berühmt-berüchtigten Türme von Elego sind dabei. Das ist eine Datei, die ist direkt auf dem Stick drauf. Die könnt ihr einfach vorne in euren Drucker reinschieben. Wenn das Ding gelevelt ist, zeigen wir euch in einem anderen Video. Yep. Dann könnt ihr theoretisch einfach auf Play drücken und dann geht die Luzi ab. Ja. Und dann habt ihr das Ding quasi gekauft, so wie es ist. Resin reingekippt. Natürlich muss man das dazu kaufen. Das muss man dazu kaufen. Und dann kommen nach 2 bis 3 Stunden schon eure Türme raus, wenn alles gut geht. Als nächstes ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich so eine Wash-and-Cure-Maschine zu besorgen. In dieser Maschine kann ich erstens meine ganzen Resin-Modelle waschen. Und was noch viel wichtiger ist, ich kann meine Modelle hier drin härten. Dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier einen Drehteller mit dabei, ich habe hier einen Einhängekorb mit dabei, ich habe hier einen Behälter mit dabei, wo ich halt waschen kann und ich kann auch meine Modelle hier drin härten. Und ich denke mal, der Thomas wird da sicherlich ein paar Anekdoten noch erzählen können, wie er mit seinem Nagelhärter gedruckt hat. In der Tat. Denn ich kann euch so viel jetzt schon verraten. Vergesst alles, was ihr über Nagelhärter gehört habt, kauft euch so ein Ding. Als ich mit dem 3D-Druck angefangen habe, dachte ich, okay, du kannst ja vielleicht ein paar Euro 50 sparen und habe mir also für coole 20 Euro so einen Nagelhärter bestellt. Also nicht für Zimmermannsnägel, sondern natürlich für Fingernägel. Und naja, ich habe auf dem Ding meine ersten Resinfiguren gekocht, mehr oder weniger. Die hatten dann Belichtungszeiten von 15 bis 30 Minuten und es war eine Riesensauerei. Es war okay, das Ergebnis passte dann irgendwann. Manche sind ein bisschen verbrannt, also ein bisschen zu spröde geworden. Aber es war vor allen Dingen eine Riesensauerei. Auch meine Hände haben mir das nicht so wahnsinnig gut verziehen. Und als ich mir dann meine Wash-and-Cure-Station gekauft habe, hätte ich mich für jeden Tag ohrfeigen können, die ich die nicht hatte.
Nachdem ich nun also meinen Drucker, meine Flasche Resin oder zwei, Kopf durch zwei. Und meine Wash-and-Cure-Station, egal ob das jetzt die von Elego ist oder die von Anycubic oder was auch immer ihr da nehmt, Hauptsache Wash-and-Cure, das ist nämlich total gut, gekauft habe, habe ich das Ganze am besten in einer vernünftigen Ecke aufgebaut und habe dann tatsächlich schon fast alles, was ich zum Drucken brauche. Ja. Fast alles? Was fehlt denn noch? Naja, ich habe hier tatsächlich nur so eine FFP2-Maske dabei und ein paar hoffentlich Nitrilhandschuhe. Jeder, der... Nicht. Siehst du, hattest du zum Beispiel... Ich hatte keine. Also, nicht mit normalen AIDS-Handschuhen aus dem Supermarkt benutzen. Ihr braucht Nitrilhandschuhe. Die könnt ihr euch beim großen A bestellen oder wo auch immer, spielt keine Rolle. Es müssen Nitrilhandschuhe sein. Ja. Die haben nämlich eine zumindest relativ kurzfristige Schutzwirkung gegen das flüssige Resin, weil das, und das erklären wir euch später, ist wirklich hochgiftig und ihr macht damit keinen Murks mit. Und während ihr diese Kappe hier abhabt, müsst ihr eine vernünftige Atemschutzmaske tragen. Und ich rede nicht von einem Kunststofffilter, sondern tatsächlich von einer richtigen Atemschutzmaske mit einem richtigen Filter. So, jetzt habe ich also meine beiden Türme hier gedruckt, sauber gemacht, gehärtet und die sind total großartig. Wie kriege ich denn jetzt hier so eine Datei rein? Mit einer Software. Und zwar haben wir hier die Cheetobox mit dabei. Das ist eine Slicing-Software, die ist mit auf dem Stick mit enthalten. Könnt ihr aber natürlich auch downloaden im Internet, frei. Und ja, die müsst ihr euch natürlich auf euren Laptop oder euren PC installieren. Und dort könnt ihr dann vorhandene STL-Dateien, die ihr wo auch immer bekommt, könnt ihr dort in diesem Programm bearbeiten. Und wie die Software funktioniert? Das zeigen wir euch in einem eigenen Video. Wir haben ja gerade von Resin gesprochen. Kauf dir eine Pulle Resin. Ja, aber Resin, hast du mal bei Amazon geguckt? Was muss ich denn da kaufen? Tja, da gibt es 1000 Sorten von ungefähr. Also es gibt natürlich Resin von vielen Herstellern und es gibt Resin in erster Linie in zwei bzw. drei Hauptkategorien. Mhm. Wir kaufen also flüssiges UV-reagierendes Resin für einen 3D-Drucker. Da gibt es in erster Linie wasserwaschbares Resin und ISO-waschbares Resin und relativ neu pflanzenbasiertes Resin. Angefangen habe ich mit wasserabwaschbaren Resin, weil ich dachte, das ist ein bisschen sauberer, als mit Isopropanol jetzt noch rumzuhantieren, weil ich persönlich nicht so wahnsinnig viele Lösemittel im Haus haben wollte. Ich habe dann aber relativ bald festgestellt, dass das wasserabwaschbare Resin doch die ein oder andere Einschränkung mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass ich nicht vernünftig hohl drucken kann, ohne dass es mir dann später reißt. Und deswegen bin ich auf Isopropanol-waschbares Resin gewechselt und habe festgestellt, dass es doch die ein oder anderen Vorzüge für mich hatte. Der Hauptunterschied zwischen dem ISO-waschbaren und dem wasserwaschbaren, das kann man am Namen schon ganz gut erkennen. Das wasserwaschbare Resin kann ich tatsächlich mit schnöden, destillierten oder auch Leitungswasser waschen, während ich für das andere Resin schon Isopropanol 99 brauche. Mit dieser Einführung zum Thema Resindruck hoffen wir, dass wir euch ein bisschen neugierig gemacht haben. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt auf eure Erfahrungen und wie war euer Einstieg in das 3D-Druck-Hobby, kann man ja fast sagen. Es ist ja fast ein eigenständiges Hobby. Ja, das ist es. Schreibt es gerne mal bitte in die Kommentare und wir sehen uns bei einem nächsten Video.